Ein wunderschönes Moin, hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Smash Blacklist. Und weiter geht es. Ich würde mal sagen, ach guck mal, guck, da unten ist der Koop-Modus. Da ist dieser Online-Match-Spieler-Modus. Leider spielt das kein Schwein im Online-Modus. Charlie, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, lass das. Du klingst wie ein Idiot. Sorry, Mann. Ich hab mich gefragt, ob du Lust auf einen kleinen Tauschhandel hast. Was hast du für mich? Ich hab zum Beispiel geheime Sicherheitsprotokolle der iranischen Armee für dich zum Üben, wenn du das hast, was ich brauche. Und Scheiß hast du! Ich hab den Quellcode, Alter. Wenn du mir im Austausch dafür ein paar von deinen coolen Cracking-Soproteinen vermachst, wäre ich vielleicht bereit, ein bisschen von dem, was ich habe, abzugeben. Wenn das wieder so ein Scheiß wie damals ist, als du meintest, du hättest Zugriff auf eine schwedische Bank. Warum fängst du schon wieder damit an? Wir müssen... Okay, ich würde mal sagen, das war's jetzt. Dann können wir nicht die Mission starten. Gibt's was Neues, Olli? Der Sender bewegt sich immer noch südlich auf der 195. Hab Aufnahmen von Kameras entlang der Route besorgt. Schick sie Charlie. Wenn sich was ändert, sag Bescheid. Solltest du nicht aussteigen? Die Dinge ändern sich. Wir haben einen Teil des Kennzeichens. Übernimm das. Okay. Der Sender an der chemischen Waffe ist jetzt kurz vor Philadelphia. Das Zeug hätte niemals ins Land gedurft, wenn wir den Angriff nicht verhindern. Wir werden nicht diesen Angriff verhindern. Wir werden alle Angriffe verhindern. Unser Militärgeheimdienst hat Verhöre durchgeführt, die ich abgehört habe. Sadiq hat Kommandanten, denen er vertraut. Sie denken, dass diese Kommandanten die Durchführung der Angriffe koordinieren? Wenn wir ein Leben erwischen könnten? Dann würden wir die Pläne für Blacklist kennen. Ein super Zeitpunkt für sowas. Der Transporter ist ein Leihwagen. Er wurde genau wie 5 andere mit falscher Kreditkarte gemietet. Der Sender. Er wird langsamer. Höhe East Oregon. Fährt Richtung South Columbus zum... Zugdepot der Stadt. Auf Überwachungskameras schalten. Die anderen Ingenieurfahrzeuge sind schon dort. Die Bomben könnten scharf sein. Also erstmal, bevor ich das Ganze starte... Die Stimme von diesem Olli, hab ich die gehört? Die klingt doch total scheiße. Wenn ich so mit den anderen Stimmen vergleiche, war so ein komisches Genuschel, oder habt ihr irgendwas verstanden? Also da braucht ihr wirklich den Untertitel, aber ich würde mal sagen, starten müssen, bevor ich die ganze Zeit rumlabe. Landet das Flugzeug. Philadelphia International hat uns schon Landeerlaubnis erteilt. Cockpit, Landeanflug abschließen und dann... Irgendwelche Infos über die Bombe aus London? Liegen bereit. Die Dinger zu deaktivieren dürfte nicht schwer sein. Gut. Charlie, du musst irgendwie den Funk in dem Gebiet stören. Wir können keine Fernzündung riskieren. Mach ich. Briggs. Wir gehen zusammen raus, und zwar sofort. Hurra! Rauchgranaten sind optimal, wenn du viele Gegner und Ziele hast und große Freiflächen decken musst. Okay, ich würde mal sagen, wir passen erstmal seine Ausrüstung so ein klein wenig an. Wir nehmen auf jeden Fall ihn, ja, aber erstmal seine Ausrüstung. Achso, ich muss doppelklicken mal. Achso, wusste ich nicht, tut mir leid. Ich würde mal sagen... Wir rüsten ihn einfach so, wir lassen es einfach mal so, weil eine Rauchgranate braucht er natürlich. Wir brauchen auch noch ein bisschen... was nehmen wir denn hier? Warte, nehmen wir denn, was nehmen wir denn? Oh, wer hat so eine schöne Ausrüstung, ne? Ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal eine andere Brille, weil ich würde nehmen wir erstmal eine... wir nehmen einfach mal eine Standard-Nachtsichtbrille. Die brauchen wir auf jeden Fall erstmal den Anzug. Ich würde mal sagen, daraus machen wir nämlich einen Stealth-Anzug. Einen wunderschönen Stealth-Anzug. Auf jeden Fall, dieses Ding hier wird erstmal auf Stealth getrimmt. Ich würde mal sagen, wir nehmen... Der hier ist eigentlich noch der Beste, aber ich würde mal sagen, wir brauchen eher einen leichten Pistolenmagazine. Wo steht eigentlich Lärm oder sowas alles? Ich guck mal ganz kurz. Spezialmagazine. Achso, das bringt eigentlich gar nichts. Ich will eigentlich den nur auf Lärm getrimmt haben, also dass er schön leise ist. Na gut, hier natürlich, bringt natürlich gar nichts, ne? Guck mal, hier sind natürlich schon wieder die besten Waffenhandschuhe. Nehmen wir mal die Waffenhandschuhe oder haben wir noch andere? Warte mal, ich glaube, die sind die besten hier, ne? Wenn ich den hier nehme und erstmal mit den oberen Ver... Oh ne, du bist ein Scheißhandschuh, warte mal. Oder? Ja, ich habe jetzt den besten ausgerüstet. Sehr gut, Torso. Okay, habe ich natürlich auch bestimmt Stealth-Dinger, oder? Naja, ich würde mal sagen, wir kaufen erstmal. Kaufen und ausrüsten, genau. Und jetzt gehen wir erstmal nach unten, weil ich glaube, wir haben noch bessere Hosen als die, weil Stealth muss ja erstmal jetzt hochgepowert werden. Nur Stealth brauche ich am besten, ohne Panzerung. Weil ich glaube, dann habe ich hier schon Fehler gemacht, ne? Ne, gut, ich mache den jetzt nur noch in Stealth gerade. So, die Stiefel. Da brauchen wir natürlich auch schöne Stealth-Stiefel. Weil hier nehmen wir mal die hier. Wunderschöne Stealth-Stiefel, nur Lichter. Nur, ist eigentlich scheißegal die Farbe, ne? Ich würde mal sagen, wir lassen einfach klassisches Grün. Und gehen heute einfach mal mit einem Stealth-Kit rein. Würde ich echt nicht mehr sagen. Ich glaube, wir machen jetzt wirklich einen auf Stealth, ne? Guck mal, wir haben eigentlich alle Waffen so gut ausgerüstet, aber ich würde mal sagen, die Waffe. Ach, die lassen wir einfach so. Wir sind jetzt total Stealth. Wir sind jetzt komplett gestealthed. Also komplett gestealthed auch gerade, ne? Ja, wir haben eigentlich alles dabei,
Oh gut, außer die hier, weil da ist auch ein Ausrufezeichen, aber haben wir kein Geld für gerade. Okay. Würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal mit Stealth rein, oder? Warte, wir können eigentlich noch die Farbe ändern, ne? Wir konnten auch noch hier irgendwo die Farbe ändern. Wo war denn das? Ich glaube hier. Hier. Und jetzt irgendwie hier. Und da. Ach Gott, ich habe gar nicht so viel Kohle, um das zu machen, ne? Was nehmen wir denn, Ich bin eigentlich für Weiß immer, für diese Weiß. Ich weiß auch nicht, Weiß finde ich eigentlich cool, aber hier können wir ja, gibt's ja hier für leider nicht. Würde ich mal sagen, nehmen wir Marine. Ja, nehmen wir Marine, sieht eigentlich genauso aus wie das andere eigentlich. Ne, wenn ich drüber nachdenke, sieht Marine eigentlich genauso aus wie die andere Farbe. Na, lassen wir mal so, ne? Aber guck mal, hier große Unterschiede ist jetzt auch nicht mit den anderen Klamotten. Lassen wir mal so, wir brauchen da nicht top gestylt da reingehen, ne? Also, von der Seite her ist es eigentlich scheißegal. Scheißegal. So, Bahngelände. Philadelphia, USA. Verhindere einen Blacklist-Angriff. Mit Nervengas auf das U-Bahn. Ich wollte gerade sagen USA. Auf das U-Bahn-Netz in Philadelphia. Auf das USA-Netz. Oh Gott, Alter. Mann, immer dieses flüchtige Lesen manchmal. Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Aber wir müssen jetzt warten. Ich finde das noch dumm, dass ich das noch nicht installiert habe, weil ich noch mitten in der Aufnahmeseason gerade drin bin. Ich werde hier wahrscheinlich noch 2 Folgen aufnehmen. Weil dann geht es weiter mit dem E3 2014 Livestream von Ubisoft. Den gucke ich mir den gerade noch im Hintergrund an, daher. Freue ich mich schon drauf. Freue ich mich schon drauf auf jeden Fall. Es ist gerade 23.23 Uhr. Schnapsal. Erstmal hinterkippen am besten. Nee, Spaß beiseite hier, Leute. Kommt schon erstmal hier, komm schon, lad mal ein bisschen hin. Kümmert euch um die Gegner in dem ersten Transporter. Ausschalten, sonst zünden sie die Bombe. Bereit. In Position. Gute Sicht. Fahrer markiert. Verstanden. 3, 2, 1. Sam geht zur ersten Bombe, bevor sie explodiert. Okay. Mein Controller ist wieder ausgegangen. Ich hasse das. Ich habe so eine scheiß Batterien drinne. Ich weiß auch nicht. Kleinste Ruckler und das Ding geht aus. Aus der Entfernung treffe ich schon mal nichts. Das ist schon mal scheiße. Bedeutet, wir müssen runter. Runter, sage ich, runter. Okay. Da ist einer. Mir auch noch. Sehr gut. Haben wir schon mal die beiden ausgeknipst. Da ist noch einer. Und ich immer noch. Jetzt aber. Was? Bereich sicher? Hallo, guck mal da hinten hin. Stimmt doch jetzt aber. Ich wollte gerade sagen, wie oft muss er noch auf sein Bein einschießen? Noch eine. Mann, wie viele wollt ihr? Wie viele kommen denn noch von euch? Wie viele kommen denn noch? Und ich bin hier gerade im Stealth-Anzug unterwegs. Das muss man sich mal überlegen. Mam, mam, mam. Oh, bist tot oder was? Oh, traurig. Ich komme zum Transporter. Sehr gut. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal erstmal die jetzt. Oh, geil, ne? Wir haben gerade gekämpft und jetzt wechsle ich zu EMP. Zu MP. Grim, ich werde jetzt die erste Bombe entschärfen. Verstanden. Setze Funkstörsender. Cool. Signal gut. Wir haben 3 weitere Sprengsätze geortet, Sam. In einem Tunnel in deiner Nähe, auf dem Wartungshof im Ringlokschuppen. Der Bereich ist zu groß, uns läuft die Zeit davon. Wir müssen uns aufteilen. Schick euch die Positionen aufs Opset. Der klingt schon wie Grim. Alles okay. Grim, eine Ahnung, wer der Anführer ist? Eine Vermutung ist auf dem Opset. Der Verhaltensanalyse nach leitet er diesen Angriff der Engineers. Ich werde ihn fragen. Halt zum Beinbruch, Briggs. Fischer Ende. Auf was für eine Scheiße habe ich mich da eingelassen? Briggs, Beeilung! Zur Bombe, bevor sie bewegt wird! Verstanden. Finde den Transporter. Du findest Ach, wie das geil ist das denn? Briggs hockt man in der Ego-Perspektive. Are you finished yet? Jesus! Keep sneaking up on a guy planning explosives. Ich komme vor wie Call of Duty gerade. Funny. But you want to answer my question? I'm done. Nobody gets in here without us knowing about it. Or without getting turned into a thin red paste. Also ich glaube, das ist jetzt hier mehr Shooter als alles andere gerade. Wow, also die Waffen verziehen aber eigentlich relativ wenig, wenn ich so darüber nachdenke. Nur das Dumme ist, man kann hier echt nicht sprinten gerade, was ich ein bisschen kacke finde. Weil das macht es dann noch ein bisschen langsamer als in Call of Duty. Kann ich eigentlich mit ihm auch die Waffen anpassen? Weil ich kämpfe hier gerade mit dieser Standardwaffe von ihm, also hat er auch andere dabei. Ich guck mal fix. Anscheinend nicht. Kampfkill. So, nachgeladen. Komm schon. Hallo, mit Ego habe ich Präzision.
Nachladen. Reloaded. Zack, 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 verdammt. Dam, dam. Sehr gut. Reloaded. Irgendwo hier ist noch einer da. Boah. Präzision. Dead Prezi, Junge. Dead Prezi. Komm schon. Erwischt. Reloaded. Irgendwie hat er, glaube ich, echt weniger Leben als Sam. Zumindest kann man mit Sam besser Stealth spielen als mit ihm hier, weil er hier ist irgendwie der Typ fürs Brutale anscheinend. Wir kriegen Besuch. Er ist schon tot. Ey. Oh, noch einer. Wo ist denn hier noch einer? Hinter mir stand auch noch einer. Scheiße. Oh. Oh. Warum haben die Leute immer so eine Pumpgun mit so einer riesigen Reichweite? Und warum habe ich keine mit dieser Reichweite? Das ist eine Schrotflinte, verdammt nochmal, kein Scharfschützgewehr. Verdammte Scheiße. Vorsicht, ich will mal sagen. Wir besuchen sie mal von der Seite. Noch weniger. Double das Stealth Kill. Volltreffer, beide erwischt. Ganz easy peasy, weiter geht es hier rum. Ich gehe jetzt mal ganz geduckt hier lang. So mal. Na gut, wir sind ein bisschen schneller, wenn wir so hochgehen, aber ich glaube, so viel schneller auch wieder nicht. Hier war das letzte Mal irgendeiner. Da hinten war das letzte Mal irgendeiner, der uns gesehen hat. Oder können wir auch hier außen rum? Ich glaube, wir kommen auch hier. Yo! Krasser Shit auf jeden Fall. Krasse Mucke hier und richtig, richtig Gangster-Shit. Hier unten in der Ghetto. Vorsicht. Ecken überprüfen. Wie kommst du denn darauf? Mach erschießen. Tot. Zack. Da hinten ist schon mal keiner. Wir gehen einfach mal hier rum. Die Transporter passen zu Charlies Bildern von den Verkehrskameras. Okay, aber so eine Ego-Mission in einem Third-Person-Spiel ist eigentlich auch mal was Interessantes, ne? Sag mal so, es ist eine interessante Sicht. Bis jetzt sind wir Stealth unterwegs. In der Ego-Perspektive, was eigentlich unglaublich ist, weil ich bis jetzt eine Ego-Perspektive nur Kriegsspiele spiele, wo einfach nur Schießen ist. Ach, riecht nach Pisse. Auf Zivilisten achten. Riecht nach Pisse. Eine interessante News. Der Aufzug bewegt sich. Wir kriegen Besuch. Oh, Scheiße. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal gut unterwegs. Bis jetzt haben wir uns auch noch nicht so großartig gesehen. Wow. Knapp. Das ist die letzte. Grim, konzentrier dich auf den bei der Bombe. Grim. Briggs, hey. Ich habe anhand von Sams Aufnahme aus London ein Schaltbild der Bombe angefertigt. Sie enthält ein Aerosol-Verteilsystem. Das hat ihn vermutlich auch vergiftet. Alles wird gut. Du musst nur langsam die Ummantelung aufschieben. Nein. Gib mir Grim und zwar schnell. Ja, zu tun. Such mit Sam den Anführer. Glaubst du, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir zusammenzuarbeiten? Schick einfach die Details aufs Upset, Charlie. Sprengsatz deaktiviert. Ab nächste Position erreicht. Sam, die Engineers machen die Bombe auf der anderen Seite des Viaduktes scharf. Beeil dich. Bin dran. Okay. Aber bis dahin würde ich sagen, beenden wir ganz kurz die Folge. Das SMI vermutet, dass um die Bombe herum alles vermint ist. Oh, das ist natürlich eine tolle Info. Auf jeden Fall besser jetzt als gar nicht. Alle gegnerischen Patrouillen befinden sich in Bodennähe. Auf den Zügen ist niemand zu sehen. Okay, ich würde mal sagen, wenn ihr ganz kurz die Folge, weil es natürlich in der nächsten Folge, bevor die dazwischen quatschen, haut rein, Mann, und wiedersehen, meine Freunde. Tschüss.